Ja. Kessel, da. Sind das die hier? Ölkessel, genau. Was ging denn da? 2x2, 3x3, genau. Was machen wir denn da? Machen wir da 2x2 oder sowas? Dafür brauche ich nämlich Stahlplatten. 2x2, ja, einen großen. Weiß ich noch nicht, ob ich den mache. Weil wenn der einmal läuft, läuft der. Das ist ja das Gute ja daran. Aber wenn der nicht läuft, dann habe ich das Problem. Zinn, Silber, Stahl. Stahl habe ich gar nicht so viel. Können nicht mal eben Stack rausnehmen. Da können wir schon mal von diesen Dingern hier welche machen. Ja, genau. Und dann kannst du hier mal eben Strom reinpfeffern. Weil das brauche ich ja nicht dauerhaft. Was ich dauerhaft brauche. Ja, ich habe noch kaum Dinger davon. Was ich davon kaum brauche. Hier. Wo habe ich die Dinger denn? Da. 10 Stück. 10 Stück, dann brauche ich Eisen. Eisen und Kohle. Da reicht. Ja, weiß gar nicht, ob ich Holzkohle nehmen kann oder normale Kohle. Nehmen wir mal normale Kohle mit raus. Und dann hier. Wo sind diese Karten? Plank. Da sind sie. Ah, Aluminiumblöcke sind auch noch da. 10 Stück wieder reinwerfen. Sag mal bitte, dass ich Holzkohle benutzen kann. Nep. Kann ich nicht. Kann aber. Kohlestaub aus Kohle. Muss. Macht keinen Unsinn. So. Alter, mit 97 Alu, da benutze ich fast 100 Kohle dafür. Sind wir denn hier? Das können wir eigentlich da drüber packen. Stahlstaub. Und den Stahlstaub, da kräften wir jetzt erstmal den 2 Stacks aus. Salpeter rein damit. Stahlstaub. 2 Stacks. Soll damit auskommen. Dann haben wir nämlich Stahlstaub. Und wir brauchen Stahl. Haben wir gerade in Mache. So, mach das direkt fertig. Ich brauche das auf jeden Fall eher als gerade Gold. Der läuft, der läuft, der läuft. Wie weit bist du hier mit Stahl? Du bist nämlich fertig, danke. Stahlplättges, dann Kessel, Stahl, Eisengitter. Hab ich glaube auch nicht mehr viele von, ne? Ein paar Öfen, ein paar Eimer. Brauchen wir genug von? Nee, aber hier. Die können weg. Das kommt da rein. Einmal kommt oben drauf. Können wir 16 Stück vormachen. Und Eisengitter können wir zwei Stacks da reinwerfen. Oder ein Stack. Eisen ist massig an Verbrauch. Einmal ein Stack davon. Und einmal. Ah, komm hier. Das lasse ich mal so eben. Oh, der Alarm geht gleich wieder los. Leiser. So. Und so, ne? Genau. 2, 4, einen großen und voll jetzt aber noch ein. Ja. Brauchen wir, brauchen wir, brauchen wir. Ich habe keine Dinger mehr davon. Niederdruckkessel. Habe ich die hier reingetan? Nee, Hochdruckkessel brauche ich nicht dafür. Da reicht vollkommen Niederdruck. Eisen. Da reicht vollkommen nieder. Sollen ja einen kleinen gewissen Punkt haben und dann sollen die richtig loslegen. Da brauche ich die noch hier. Und hier, komm, gib mal eben Eisen her. Dann kannst du nämlich hier den fertig machen. La 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 la. Mach den mal fertig und gib mir mal ein paar die Dinger raus. Stahldinger kommen eben zu mir. 2, 3, 4. Ja, können wir erstmal 2, 3 Dinger hinstellen. Da können wir auch, weiß nicht, ob ich einen doppelten hochsetzen kann. 2 mal 2 mal 2, 2 mal 3 mal 2 oder 3 mal 2 mal 3. Ach, okay, ich verstehe.
Ich verstehe. Einmal, einmal ein ist nur über einen Block. Was hat er noch gesagt? Höhe, Breite, Länge. Beziehungsweise Breite, Länge, Höhe. Kriegen wir hin. Gehen wir hier hin. Tun wir den noch rein. Gibst du mir den noch? Das kommt jetzt alles weg. Und dann machen wir noch ein paar Niederdruckdinger hier. Brauche ich, wie gesagt, brauche ich eh. Was ich da unten hinzimmer werde, wird nur reine Stromproduktion. Dass ich mir ja alles hier mit unterhalten kann. Beziehungsweise da werde ich Dampf produzieren und dann überlege ich Dampf. Produzierst du Dampf für den Whetstone-Strom oder halt Dampf für, keine Ahnung. Dampf für normalen Strom, genau. Der kommt weg, der kommt weg. Dann kommen wir so eine Pipe hin. Ja, da muss Wasser rein, dann genau, da muss Wasser rein. Und machen wir jetzt noch einen zweiten oder machen wir einen größeren? Weil kleine ermöglichen mir ja was anderes. So. Hier werden Pipes drauf kommen. Unten muss Wasser rein und oben kommt Ablauf. Das heißt, hier zwischen mache ich so. Das ist jetzt richtig rum. So muss raus. Und andersrum muss wieder rein. Wasser und Dampf wird in den Pipes zugeführt und andere Pipes benutze ich halt die normalen Leitungen. Dann weiß ich wenigstens, wie es geht. Ja, raus muss das. Weiß ich nicht. Das Häkchen sein oder sowas. Zumindest kommt der noch dahin. Der kommt noch dahin. Der kommt noch so dahin. Wenn jetzt nichts falsch machen hier. So. So und so. Der ist überflüssig hier. Na, jetzt sind die nämlich alle mit Wasser voll gepumpt. Da müssen wir noch ein paar Turbinen herstellen. Dafür brauche ich auch das ganze Stahl. Wie weit seid ihr denn eigentlich, Jampelmänner? Oh, die sind auch fertig mit Teeröl. Da muss ich auch noch mit Pipes sagen, geh nach oben. Dafür habe ich auch noch keinen Tankcode, ne? Da habe ich noch keinen Code hierfür. Wobei ich die auch rein mit Pipes laufen lassen kann. Hol ich mir mal nämlich auch. Ach komm. Doch. Wenigstens die hölzernen Pipes, die ich noch habe. Oh, aber ich auch nicht mehr so viele von. Eieiei. Zumindest die halbe da. Ah ne, warte mal. Nehmen wir die Cobblestone, nehmen wir noch mit. Die nehmen wir noch mit. Eins, zwei und zur Not hier ein paar Eiserne. Ich weiß nicht immer, was ich brauche. Das ist immer der Mangel, den ich dafür habe. Ungefähre abschätzen, was man benötigen kann. Hier, gib mir mal einen Stack davon. Oder gib mir mal gleich ein, zwei, paar Stacks mehr von. Wie lasst du denn noch? Du bist noch am Machen. Ja, mach mir ihn ruhig. Ich hindere dich nicht dran. Einmal rein damit. Zweites Mal rein damit. Drittes Mal rein damit. Viertes. Und das reicht. Nun, ein paar Holzpipes. 40 Stück. Dichtung dabei. Habe ich auch. Pulsierende Gatter habe ich alle unten. Dann alles, was da unten ist, soll nach oben gepumpt werden. Und das Teeröl muss auch runtergepumpt werden. Das heißt, ich brauche pulsierende Gatter. Nun brauche ich Strom. Auf dem Ding hier. Der wird jetzt hier gleich runtergepumpt. Auf die beiden. Dafür nehme ich dann das in Kauf, hier rüber zu gehen und in der Wand zu verschwinden. Das heißt, der geht ja dann hier hoch. Und dann kleiden wir das mal.
Hier aus, da. Das andere kann ich mit dem Auskleiden noch nicht machen. Ja, ist natürlich eine Überlegungssache. Wie man es doch gern haben möchte. Na, jetzt kann ich gleich wieder ein Bündel Holz holen und das als Verkleidung benutzen. So. Ich wollte doch da nur in Eck haben. Und ich muss natürlich auch von hier nach da oben hinschalten. Was jetzt hier ist, die drei. Aber wir sehen natürlich auch nicht, wo die sind.